Hannover Messe. Wir haben sie sehnsüchtig erwartet, haben sie 2 Jahre extrem vermisst und sind happy, dass wir wieder da sein dürfen. 2 Jahre wurde im stillen Kämmerchen entwickelt und jetzt können wir zeigen, was wir alles drauf haben. Als Treiber der industriellen Transformation rückt die Hannover Messe 2022 unter dem Leitthema Industrial Transformation die Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Fokus. Weltweit führende Unternehmen aus Maschinenbau, Elektrotechnik, Logistik und Energie sowie aus der Software- und IT-Branche zeigen auf der Hannover Messe, wie der Wandel zur digitalisierten, ressourceneffizienten und klimaneutralen Produktion gelingen kann. Wie wichtig die Hannover Messe für Deutschland und die industrielle Transformation ist, betonte auch Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Eröffnungsrede. Messen wie diese leben von der persönlichen Begegnung. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass wir uns nach der pandemiebedingten Absage der Hannover Messe 2020 und der digitalen Ausgabe im vergangenen Jahr heute endlich wieder live und in Farbe treffen. Zumal diese Hannover Messe ja eine ganz besondere ist. 75 Jahre ist es her, dass sie zum ersten Mal ihre Türen für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt öffnete. Transform Industry Together. Die Hannover Messe 2022 ist eröffnet. Partnerland der weltweit wichtigsten Industriemesse ist Portugal. Über 120 Unternehmen zeigen unter dem Motto Portugal Makes Sense ihre Produkte und Lösungen für zum Beispiel die digitale Transformation oder die Energiewende. Es ist an der Zeit, dass wir die Verbindungen zwischen unseren Industrie stärken und intensivieren und das große Potenzial nutzen, was aus dem Zusammenwirken zwischen großen Unternehmen und KMUs entstehen kann, in Portugal und in Deutschland. Kreative Lösungen für die industrielle Zukunft. Das ist die Hannover Messe 2022.